Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, ich war zusammen 2015 mit den Kommissaren Timmermans, Mimica und Frau Mogherini bei den Vereinten Nationen, als die entwicklungspolitischen Ziele 2030 ausgerufen wurden, und gleichzeitig wurde dort verkündigt, dass es eine Strategie geben wird. Diese liegt leider noch nicht vor, das ist sehr zu bedauern. Es ist höchste Zeit, dass wir einen europäischen Fahrplan entwickeln, da Europa 2019 in New York seine Ergebnisse präsentieren muss. Dem heute zur Diskussion stehenden Monitoring vom Eurostat, der ist viel zu kurz gegriffen. Ich mache das fest, beispielsweise an dem Ziel 12, nachhaltiger Konsum und Produktion, sehr lückenhaft und noch nicht stark ausgearbeitet. Die globale Bedeutung und Auswirkung von Lieferketten, insbesondere der Textillieferketten, böten die Chance, unter anderem die Aspekte des Verbraucherschutzes der EU-Bürger, der Arbeitsbedingungen in Europa, aber insbesondere der Arbeits- und Umweltbedingungen in Produktionsländern aufzugreifen und zu verbessern. Als ich dieses Jahr erneut bei den Vereinten Nationen in New York war zu den SDGs, haben dort Dänemark und Estland anhand der Textillieferkette ihre SDGs und die Arbeit an den SDGs vorgeschlagen und vorgetragen. Ich bitte auch hier die Kommission, endlich in diesem dringend notwendigen, ursprünglich angekündigten Bereich Fortschritte zu bringen und hier endlich Aktivitäten ans Tageslicht zu bringen. Danke.